Und unser Fachmann ist Dr. Gerhard Schmidt von der Firma PM International. Herr Schmidt, muss man vielleicht die erste Frage, die wichtigste gleich. Was sind denn Nahrungsergänzungsmittel? Ja, das Wort selber sagt schon, ich ergänze meine Nahrung, ich optimiere meine Nahrung durch Stoffe, die eher fehlen, weil ich sie einfach normal nicht esse, zum Beispiel Vitamine, Mineralien. Darunter versteht man Nahrungsergänzungsmittel. Die gibt es in verschiedenen Formen, in Tabletten oder Kapseln oder viel besser natürlich in Pulver oder flüssigen Formen. Das heißt, der Mensch braucht Nahrungsergänzung. Nimmt er denn nicht genug mit der normalen Nahrung zu sich? Grundsätzlich ist es natürlich möglich, über die normale Ernährung seine Grundstoffe zu bekommen. Nur wer macht das heute schon noch? Wenn Sie mal die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nehmen, die sagt, 5 Portionen Obst, Gemüse und Salat am Tag sollten Sie essen. In den USA geht man sogar noch ein bisschen weiter, da sagt man, 7 bis 8 sollten es sein. Ich selbst halte Seminare international, mehr als 5% der Personen habe ich noch nie in meinem Seminar gehabt, die wirklich 5 Portionen Obst, Gemüse und Salate am Tag essen. Das heißt, rund 200 Gramm ist eine Portion, das wäre 1 Kilo. Mhm. Da kommt kaum jemand drauf. Das heißt, selbst die minimalen Empfehlungen der Gesundheitsbehörden, die decken einfach die meisten Leute in der Bevölkerung nicht. Und wenn da noch zusätzliche Belastungen dazu kommen, wie Rauchen, Alkohol, vor allem Medikamente rauben, Nährstoffe, dann wird es schon kritisch. Wenn ich noch schwanger bin oder stille, dann wird es natürlich, oder Sport treibe, dann wird es ganz dramatisch. Sie haben das Stichwort geliefert, damit haben wir ein Vorurteil mal aufgeräumt, denn wenn man Nahrungsergänzungsmittel hört, dann denkt man natürlich immer nur an Hochleistungssportler. Das ist sehr wohl wichtig für den normalen Menschen. Ja klar, also nein, Nahrungsergänzung ist auf keinen Fall nur für Sportler geeignet, die brauchen es auch, ganz sicher, aber ja, der normale Mensch ernährt sich ja schon nicht optimal. Ich meine, es muss jeder entscheiden, ob er seine Ernährung optimieren will, ob er wirklich die ganzen Vorteile einer optimalen Ernährung ausnutzen will, wie mehr Energie, mehr Wohlbefinden, mehr Leistungsfähigkeit, ob ich wirklich weniger schnell altern will. Das sind alles Vorteile einer optimierten Ernährung. Will ich die nutzen, dann nach auch den Studien, die ich durchgeführt habe, sind wir nicht optimal versorgt. Wir haben zwar keine klassischen Mangelerscheinungen mehr, dass uns die Zähne ausfallen, aber sogenannte subklinische Mangelerscheinungen, das können Befindlichkeitsstörungen sein, wie Kopfschmerzen, Leistungsmangel und so weiter und so fort. Jetzt gibt es natürlich viele Zeitgenossen, die sagen, das ist ja alles Geldmacherei. Ist das denn so? Das hängt davon ab, ob eine Nahrungsergänzung wirkt, ob sie mir nützt, ob ich einen Vorteil dadurch habe oder nicht. Wenn eine Nahrungsergänzung nicht wirkt, dann kann ich natürlich Tabletten oder Kapseln schlucken ohne Ende, dann nützt es nichts, dann ist es wirklich Geldverschwendung, dann sollte ich das sein lassen. Wenn ich aber eine wirkungsvolle Nahrungsergänzung habe, die das liefert, was meine Zellen brauchen. Wir bestehen ja aus 70 Billionen Zellen und die brauchen täglich Brennstoffe, Anzünder, die brauchen Sauerstoff, die müssen entsäuert werden. Überall dort hilft uns, die müssen auch geschützt werden, überall dort kann uns eine optimierte Ernährung mit der richtigen wirkungsvollen Nahrungsergänzung helfen. Und wenn unsere Zellen dadurch über diese Hilfe mit der Nahrungsergänzung natürlich mehr Energie produzieren, dann sind wir eben gesünder und leistungsfähiger, dann ist unser Körper insgesamt gesund und ist auch weniger anfällig für Krankheiten. Mich beschäftigt gerade eine Erkältung, deswegen hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollen. Man kann sie im Prinzip, man sieht ja Nahrungsergänzungsmittel in Drogerien, man findet sie in Supermärkten. Ist das so der klassische Ort, wo man sie kaufen kann? Sollte man sie dort kaufen? Der klassische Ort ist natürlich die, klar, ist die Apotheke, ist der Supermarkt, aber man soll auch mal gucken in andere Vertriebskanäle, übers Internet wird natürlich verkauft oder natürlich auch über den Weg des Direktvertriebs, also wo einfach, ja, ich sag mal, diese Geldabsahnmaschinen wie Großhandel ausgeschaltet wird und direkt vom Hersteller, vom Vertreiber direkt an den Kunden geliefert wird. Das hat in der Regel zur Folge, dass einfach auch die Ware frischer an den Kunden kommt, mit Beratung an den Kunden kommt und ja, auch ich habe selbst bei einem großen Konzern gearbeitet, da war die Entwicklung von Produkten sehr lange. In einem dynamischen Unternehmen, auch das auch direkt verkauft, können Sie viel schneller neue wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen lassen und so ja, modernere, aktuellere Produkte auch entwickeln. Wie lange sollte man diese Mittel nehmen? Nur einmalig, wenn man eine größere Anstrengung hat oder sein ganzes Leben lang? Das hängt natürlich davon ab, wie Sie ansonsten sich ernähren und wie Sie belastet sind. Sie haben jederzeit die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie die Lücken füllen oder nicht. Aber essen tun Sie ja auch täglich. Besser allerdings, wenn jemand sagt, ich kann das nicht immer oder ich will das nicht immer nehmen, zunächst erstmal einen Einstieg damit finden, mal den Darm zu sanieren. Das ist übrigens immer eine gute Nahrungsergänzungslinie, hat immer als ersten Schritt die Sanierung des Magen-Darm-Systems, weil dort werden die Nährstoffe aufgenommen. Wenn der nicht in Ordnung ist, kann ich schlucken, was ich will. Das ist der erste Schritt. Und
ja, wenn mein Darm in Ordnung ist und ich mal spüre auch, was mir diese Produkte bringen können, dann werde ich selber von selbst entscheiden, ob ich sie weiternehme oder nicht. Wenn es mir besser geht, wenn ich mich besser fühle, wenn ich mehr Leistungsfähigkeit habe, dann werde ich automatisch darauf nicht mehr verzichten wollen. Nehmen Sie denn selbst Nahrungsergänzungsmittel? Ja, selbstverständlich. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema und für uns, also für meine Frau, für meine Familie, für mich selber ist das ein absolutes Muss, obwohl ich schon sage, wir ernähren uns mit Sicherheit schon weit überdurchschnittlich. Aber trotzdem, voll und ganz schaffen auch wir das nicht. Herr Schmidt, herzlichen Dank für die Ausführungen. Wir haben einiges gelernt, liebe Zuschauer, zum Thema Nahrungsergänzungsmittel in unserer Senderreihe Der Fachmann rät.